Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich weiß ehrlich gesagt noch gar nicht, um was es in diesem Video geht, aber ich habe jemanden dabei, der eine Challenge für mich hat. Tobi, herzlich willkommen. I'm here, thank you. And the thing is, we are up here in the northern part of Sweden and me and Edwin, we are filming and fishing for salmon. And we have a challenge for him, because he has been filming us for 2 days. So now he's gonna go out and fishing by himself. And me and Edwin has a good spot where you can catch a lot of big pike and also a lot of big perch. So I want him to catch a perch over 40 centimeters and a pike over 90 centimeters. That's your challenge for tomorrow. Okay, also das klingt auf jeden Fall nach einer richtig guten Challenge. Ich bin mal gespannt, ich habe keine Ahnung von dem Spot. Ich krieg wahrscheinlich jetzt noch die GPS-Daten oder sonst was. Und ja, ich mache das Beste draus und dann sehen wir mal. And if you don't succeed, you have to eat this. Molded cucumber from Poland. That's okay. The challenge. But if I succeed, you have to eat it. Sure, okay. Sure. Es ist der nächste Morgen. Ich habe heute in der Früh, wie soll ich sagen, die GPS-Daten bekommen. Bin einfach mal losgefahren zu dem Spot. Ja, und jetzt befinde ich mich hier mitten in einem Wald. Aber gute Sache. Ich höre da unten schon den Wasserfall und genau da hatte Tobi gesagt, ist der beste Spot hier. Sagen wir mal so, die Challenge ist nicht ganz ohne. 90er Hecht, 40er Barsch, ja. Ich bin aber zuversichtlich. Ich hoffe wirklich, dass ich es schaffe, weil ich habe keine Lust, diese verrotteten Gurken zu essen. Da werde ich mich jetzt mal auf den Weg machen. 2 Ruten habe ich dabei, eine für Hecht, eine für Barsch, 1-2 Tackleboxen. Ich fange jetzt mit dem Hechtfischen an. Ich werde auf jeden Fall am Anfang den Shark Shed verwenden. Clear Blue Lemonade, weil meistens sind die Gewässer in Schweden sehr klar. Und deswegen ist die transparente Farbe meistens ganz gut. Tobi hat gemeint, man braucht hier auf jeden Fall ein extra Gewicht. Also habe ich mal so ein 10 Gramm Gewicht. Das montiere ich dann hier vorne dran am Snap. Schauen wir mal, ob das was wird. Es hat angefangen zu regnen. Ich ziehe mir jetzt schnell die Regenjacke an. Und dann geht's auf den Weg nach unten und ja. Hoffentlich fangen wir dann was. Let's go! Auf dem Weg nach unten, über Stock und Stein. Ich habe jetzt hier meine 2 Ruten, 2 Köderboxen. Und warum zur Hölle ist da unten ein Weg? Warum habe ich den nicht gesehen? Das könnte gut gehen oder auch nicht. Vorsichtig rückwärts runtergehen. Ich glaube, wir haben es gleich geschafft. Es ist jetzt noch einmal dieser steile Abhang. Und dann ist da unten schon der Wasserfall. Aber jetzt gibt es erstmal noch eine kleine Kletterpartie. Ich glaube nicht, dass ich da jemals wieder hochkomme. Aber darum kann sich dann mein Zukunfts-Ich kümmern. Wir haben es geschafft. Ja. Uff. Noch nicht ganz geschafft. Wo soll ich denn hier bitte angeln? Ich kann ja... Hä? Ich glaube, das ist da unten der einzige Stein, wo ich mich hinstellen kann, wo ich auch zur Not einen Fisch landen kann. Also doch noch mal ein bisschen durch den Wald. Aber ich glaube, da vorne ist dann wirklich der Spot. Das muss sich ja lohnen. Was soll ich sagen? Ich habe es geschafft. Ich bin am Spot, endlich. Und ich kann es euch wirklich sagen, es ist wunderschön hier. Ich glaube, ich war in meinem Leben noch an keinem so krassen Angelspot. Da drüben ist ein Wasserfall, es sind hier steile Hänge, Felsen und wenn dann hier noch die großen Fische sind, dann ist alles perfekt, dann hat sich alles gelohnt. Aber jetzt wird es Zeit für den ersten Wurf. Auf geht's, ich bin richtig heiß und mal schauen, was dieses Wasser für Monster hervorbringt. Rute ist montiert, ich benutze hier eine Westin W6 bis 130 Gramm Wurfgewicht und einer Abu Garcia Revo Premier. Köder natürlich der Shark Shed in Clear Blue Lemonade. Kleines Extragewicht vorne dran, 10 Gramm, damit ich hier auch runterkomme auf den Grund. Genau, und dann geht's jetzt los. Erster Wurf. Fisch! Fisch! Direkt vor den Füßen! Boah, ich glaube, der hat schon die 90. Den muss ich kriegen. Schnell Hand landen.
Also Leute, der erste Hecht. Schaut euch das an, ich habe keine 5 Minuten geangelt und er hat meinen Sharkshed komplett zerstört. Da ist nichts mehr über. Der hat den einfach abgerissen. Also, der wird jetzt schnell versorgt und dann, wie in Schweden üblich, ich darf dann auch wieder zurück. So, den messe ich jetzt noch schnell. 90 cm, yes! Heißt, Challenge Hecht ist bestanden. Das ging jetzt mal richtig schnell. Ich habe jetzt vielleicht 5 Minuten geangelt, also echt nicht lang, und sofort einen echt guten Hecht gefangen. Von meinem Sharkshed ist nicht mehr viel übrig geblieben, aber der Hecht, der hat den weggehämmert wie sonst noch was, und deswegen verwende ich jetzt den großen Hooligan Roach. Ich probiere jetzt damit einen Hecht zu fangen und hoffentlich einen richtig, richtig großen, weil das Gewässer hat auf jeden Fall das Potenzial. Ich probiere es jetzt mal hier drüben. Da ist so eine kleine Rückströmung, die entsteht durch die paar Steine, die hier liegen. Ich denke mal, dass da auf jeden Fall irgendwo ein Hecht drin steht. Weil da sammeln sich dann wahrscheinlich auch die Weißfische. Schön weit reingeworfen. Perfekt. Ich habe einen Gewicht weniger drauf, weil es hier doch sehr ein bisschen flacher ist, so wie ich das jetzt erkennen kann. Ich steige jetzt aufs Barschangeln um. Ich benutze dafür eine BFT Instinct bis 25 Gramm Wurfgewicht und eine Shimano Vanford 2500er Größe, HG, also hohe Übersetzung. Köder ist der Flatnose Mini in der Farbe Hotpike, 10 Gramm Jigkopf, damit ich auch halbwegs zum Grund runterkomme. Schauen wir mal, los geht's. Die Strömung ist stark. Vielleicht muss ich doch noch mal ein bisschen schwerer wählen, den Jigkopf. Ich werfe jetzt den Strom auf, damit mein Köder auch sicher zum Grund kommt, weil er eigentlich mit der Strömung dann mitgetrieben wird. Und dann reichen die 10 Gramm auch aus, um den Köder am Grund zu jiggen. Ich befinde mich jetzt auf dem Weg zum nächsten Spot. Da ist es immer ganz hilfreich, wenn ihr einfach mal Google Maps oder so zur Hand nehmt, bei einer Region, die ihr nicht kennt, und schaut, wie es denn ausschaut, wo denn so die Plätze sind, wo vielleicht Wege sind, die man gehen kann. Ich bin jetzt genau an dem Spot, wo ich hin wollte. Das ist sozusagen die Spitze, wo sich dann beide Abschnitte von diesem Fluss vereinen, und hier werden doch auf jeden Fall ein paar Hechte und Barsche unterwegs sein. Mein Plan ist es jetzt, die Barsche genau da vorne zu fangen, weil da beide Strömungen zusammenfließen und sich da dann Verwirbelungen bilden. Und da hoffe ich jetzt, dass ich wenigstens einen 40 cm Barsch fangen kann, um die Challenge zu gewinnen. Also jetzt heißt es, schnell einen Barsch fangen. Und was benutzt man, wenn man schnell einen Barsch fangen muss? Ist klar, Search Bait. Astro Vibe, der muss jetzt richten. Ich kann mir jetzt nicht erlauben, noch mehr Zeit zu vertrödeln. Jetzt muss alles passen. Regen ist jetzt auch eigentlich nicht das Beste für Barsch. Aber mei, was hilft's? Da ist einer. Da ist einer hinterhergekommen. Also ich hatte gerade schon einen Nachläufer, einen kleinen. Der war viel zu klein. Aber das ist ein gutes Zeichen. Sehr gut. Ja, Fisch auf. Oh. Ups. Also, der erste Mini-Barsch. 30 cm größer. Dann wäre er gut gewesen. Ich arbeite mir meinen Weg jetzt nach da vorne, weil da vorne ist nochmal ein Wasserfall. Ein bisschen mehr Struktur. Da will ich dann natürlich hin und angeln. Schaut hier aber auch schon gut aus. Ouch.
Fisch an! Fisch! Ja! Aber der ist... Kleiner Barsch und schon ist er wieder weg. Sehr gutes Zeichen. Oh, Hänger. Oh, da ist was Größeres dahin gesprungen. Fühlt sich an nach Stein. Ja, er ist frei. Schwanz abgebissen. Ich habe mir doch gedacht, dass ich einen Biss hatte. Eieiei. Ich probiere jetzt noch mal mit dem Astro-Vibe über dem Krautfeld welche zu fangen und an der Kante. Weil ich habe gemerkt, dass es da draußen sehr, sehr tief ist und dann geht es hier hoch und auf diese Kante, da wächst auch ein bisschen Kraut, aber da stehen auch die Barsche. Der Regen macht es jetzt auch gerade nicht viel einfacher. Es hat wieder richtig angefangen zu regnen. Ich habe mir jetzt für den Moment mal ein bisschen Unterschlupf unter einem Baum gesucht, damit ich nicht komplett nass werde. Aber draußen um mich herum, da kommt es gerade richtig runter. Mein Plan ist es jetzt halt noch, einen größeren Barsch zu fangen. Und wenn der Regen jetzt auch bald aufhört, dann bin ich zuversichtlich, dass da noch was geht. Da vorne habe ich jetzt halt nochmal einen sehr guten Spot gesehen, wo nochmal ein kleiner Wasserfall reinkommt. Ich denke mal, da werde ich auf jeden Fall auch nochmal hingehen, mal probieren, vielleicht noch einen größeren Hecht zu fangen. Das wäre auf jeden Fall richtig toll. Und der Barsch, der bereitet mir heute Kopfzerbrechen. Das ist nicht ganz so einfach heute. Also hier ist es richtig steil. Aber da unten ist ein geiler Spot. Da will ich hin. Ich muss jetzt halt nochmal die Barsche probieren irgendwie. Den 40 cm Barsch zu fangen. Werde ich jetzt auf jeden Fall machen. Drückt mir weiter die Daumen. Es bleibt spannend, weil es ist ein Fisch. Ich habe jetzt nicht mehr viel Zeit. Und wenn es am Ende knapp wird, muss ich vielleicht nochmal einen High-Risk-Move machen und nochmal an den allerersten Spot zurück und da nochmal mein Glück probieren. Astro-Vibe, der muss es jetzt richten. Bitte, bitte. Da drüben ist so ein kleines Stück von so einer Brücke. Daneben liegt ein kleiner Baum im Wasser. Da müssen doch Barsche sein, das kann ja nicht sein. Oh, ein bisschen zu weit. Ich hoffe nur, dass ich jetzt einen fange, wenigstens einen vernünftigen. Aus Verzweiflung schaue ich jetzt in meine Box, ob ich noch irgendwas finde, mit dem ich hier schöne Barsche fangen kann. Und ich denke mal, Hooligan Roach Tiny in Schwarz gibt einen guten Kontrast. Da müssen sie jetzt da drauf beißen. Wenn hier Barsche sind, dann beißen sie da drauf. Wenn sie nicht beißen, wenn ich keinen fange, dann gibt es hier keine Barsche. So schaut es aus. Der Plan ist jetzt, hier aus der Mitte große Barsche rauszuziehen. Ich denke mal, dass die da unten in der tiefen Rinne stehen, weil am Ufer haben sie jetzt halt nicht so viel Struktur, wo sie sich verstecken können. Und hier ist halt saumäßig tief. Also man glaubt es nicht, aber da unten ist bestimmt 7-8 Meter tief. Ich stehe jetzt hier auf so einer kleinen Brücke. Da drüben war wahrscheinlich mal die andere Hälfte. Und jetzt probiere ich mal hier in der Rückströmung ein paar Barsche zu fangen. Oder den einen Barsch. Es ist ja nur einer. Ich bin jetzt wieder am alten Spot. Ich wechsle jetzt halt auf einen Monkey Brood mit einem 10 Gramm Kopf. Ich habe ja vorhin auf die gleiche Farbe schon einen Barsch gehabt. Ich vermute jetzt halt hier in der kleinen Bucht die Futterfische, weil hier ist es ein bisschen flacher. Und dann werden die Barsche da hoffentlich von Zeit zu Zeit reinziehen und sich den einen oder anderen Snack holen. Problem ist nur, wenn sie sich jetzt nicht meinen Gummifisch als Snack holen, darf ich eine vergammelte polnische... Oh! Eine vergammelte polnische Gurke snacken. War nur ein Stein. Es fängt auch schon wieder an zu regnen, bis zum geht nicht mehr. Das war eindeutig ein Biss.
Das darf nicht nochmal passieren. Ich muss jetzt jeden Fisch verwerten, jeden Biss. Ich muss jeden Fisch kriegen. Hab einen. Oh! Habt ihr es gesehen? Das war ein kleiner. Weitermachen. Jetzt gibt es nur noch einen Köder, der es richten kann. Nace Predator. Und ich hoffe jetzt, dass der was fängt. Der muss jetzt fangen. Ich habe ungefähr noch 20 Minuten Zeit. Ich habe aber keine Zeit mehr, den Wirbel anzuknoten. Ich knote jetzt einfach den Köder direkt ans Fluorcarbon an. Ich zeige euch jetzt ganz schnell, wie man das macht. Man fädelt den Jigkopf mit dem Köder einfach hier auf. Nimmt eine Schlaufe. 1, 2, 3, 4. Schwingt den rum. Fädelt dann das Ende des Fluorcarbons oben durch die Schlaufe, die sich gebildet hat. Nass machen und einfach festziehen. Dann rutscht der Knoten hier runter. Und dann ist es fest. Überstehende Stück noch abknipsen. So. Ganz wichtig, das immer einstecken in die Hosentasche, damit es nicht rumliegt. So schaut das Ganze dann aus. Das hält bombenfest, geht super schnell. Ja, und man hat nicht Zeit verschwendet, einen Wirbel anzuknoten. Ich habe jetzt aber zu viel Zeit verschwendet, um euch das zu erklären. Weiter geht's, los. Bis um 16 Uhr darf ich fischen. Dann ist vorbei. 20 Minuten noch. Alles oder nichts. Ich probiere jetzt halt nochmal die Anfangstaktik in den Verwirbelungen da vorne, die durch die zwei Ströme entsteht, einen Barsch zu fangen. Mir läuft die Zeit davon. Fisch! Fisch! Oh mein Gott! Oh mein Gott, Fisch! Was war das? Oh mein Gott! Was ist das? Das fühlt sich nicht nach Barsch an. Wenn, dann ist es ein Monster. Ich glaube, das ist ein Hecht. Oh, Hecht! Oh, schade! Oh! Abgerissen. Uff! Nein! Hilft nichts, ich muss weitermachen. Ich habe jetzt gerade noch mal einen kleinen Hecht verloren. Ist natürlich nicht der erwünschte Barsch, aber es ist trotzdem ärgerlich. Mir rennt die Zeit davon, vielleicht noch eine Viertelstunde. Ich rig jetzt noch mal neu ab, mache noch mal die letzten paar Würfe und ich bin zuversichtlich. Fast gleicher Köder, nur eine andere Farbe. 10 Minuten habe ich noch. Letzter Wurf für heute, dann haben wir 16 Uhr. Das war der letzte Wurf. Vorbei ist es. Also, was soll ich sagen? Die erste Challenge ist leider verloren. Ja, ich konnte den 40 cm Barsch nicht fangen. Das heißt, für mich gibt es heute Abend die vergammelten Gurken aus Polen. Ja, das ist nicht so super. Aber ich sage euch eins, ich komme wieder und beim nächsten Mal gibt es dann große Fische. Und vor allem viele. Und den 40er Barsch. Also dann, ciao, macht's gut. Hallo, es ist der nächste Tag. Wir sind zurück an unserer Hütte. Tobi und Edwin mussten gerade schon ihre verrotteten Gurken essen und jetzt bin ich an der Reihe. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie das stinkt. Ich esse eine. Zumindest probiere ich es runter zu schlucken. Den Deckel an. Allein das ist schon so eklig. Alter.